Aufnahme startet in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Heute ist es Folge 25, das heißt wieder Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert haben wir geschafft. Wie man es schon sagt, 25 Folgen. Und ich bin nicht alleine, Gamebase ist auch da. Hallo! Und wir haben einen sehr besonderen Gast. Der hat sich beworben. Ich will Gast. Ja, auf jeden Fall Schnabel Tobias. Guten Tag, Tobias. Guten Tag. Ja, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben eine Aufgabe, aber im Hochhaus, da haben wir schon 3 Abschnitte gemacht. Jetzt wird nur noch der 4. Und wir machen einen Sonderauftrag, dass wir einmal das E-Werk. Das heißt, es gibt viel zu tun. Ich sehe den Betonmischer von hier oben. Ja, genau. Und ich würde sagen, ich fahre mal zum E-Werk. Und ich glaube, mir ist das schlimm, wenn du baggerst. Ja, das mache ich. Gut, ich fahre zum E-Werk. Complex LP. Ja. Da musst du einen Transformator transportieren, der ist riesengroß, da brauchst du den Sondertransporterflieger. Da müssen wir noch vorher eben zum Fahrzeughändler mit dem Tieflader. Ja, was ist ein Fahrzeughändler? Ich kann keine kaufen. Ich kann es nur so. Fährst du dann zum E-Werk? Hä? Ja. Ich kann beide fahren. Da kannst du. Guck mal, du musst die Tieflader-Zugmaschine nehmen, dann zum Fahrzeughändler fahren und einen Spezialtransportauflieger kaufen. Dann mit dem Ding und dem Spezialtransportauflieger. Haben wir doch schon. Haben wir den Spezialtransport? Ja, haben wir den Spezialtransport. Ja, dann lad den aus, weil den brauchen wir. Ja, ich fahr erstmal dahin. Und dann schauen wir alles. Keine Fahrt, aber da nicht. So. Du kannst schon mit dem Baustoffhändler fahren. Hä? Gamebase, du kannst mit dem Baustoffhändler fahren. Ich fahre mit Tobias gerade Tieflader zur Maschine. Achso, du brauchst den wahrscheinlich. Tobias, wohin fahren wir? Wohin fahren wir? Spazierrad. Wo geht's hin? Jetzt die Baustelle. Okay. Gut. Hatte ich jetzt im Wald. Bisschen baggern, dann Fertigwände besorgen, dann ISO-Material und noch ein paar andere Sachen holen. Gießen. Fertigwände, gießen, dann sind wir fertig. Also, ein kleiner Auftrag. Wie sieht denn das hier aus? Geht so. Wenn man jetzt eigentlich bei unserem Gast. Ah. Fan im Mittelpunkt schaut sich meinen grausamen Fass hier. Naja, okay, jetzt ist er weg, jetzt hat er Angst bekommen. Ja, wer fährt denn besser, er oder du? Er. Er fährt besser. Läuft auch. Ja, also, du hättest mal sehen müssen, unsere anderen Folgen hast du wahrscheinlich schon gesehen. Als wir hier ein Bending hatten. Ja, weg, mein Cousin. Lost Power. JPP-Ufer. Oh. Der ist geil gefahren, ey. Och man, diese scheiß Ampeln! ja, wollte ich Fahrzeug zu fahren, ne? Fahr mal eben zum Fahrzeughändler, wir brauchen Schwerlastkran. Schwerlastkran? Ja! Haben doch. Ja? Wir steht fahren Schwerlastkran zum Zielbereich? Das ist der mit dem 3. 3. Ja, 3. Ja. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Mobilkammer schon. Mehr Schwerlastkram brauchen wir. Die Aufträge steht da. Schwerlastkram. Den Mobilkran. Ja, sonst. Ja, wir brauchen aber Schwerlastkram. Das ist ja eine Aufgabe. Warst du schon mal am Ede? Ne, ich bin da jetzt gerade. Zack, angekommen. Was hast du denn gesagt? Bevor weiter.
Er hat gesagt, fahre einen Tieflader zum Zielbereich und das habe ich jetzt gemacht. Ja, nicht? Nö. Boah, das hast du immer so einen richtig langen Dialog noch. Er sagt, ja, schön, dass es so geklappt hat. Ja, wir haben vor, diesen E-Werk zu bauen. Wäre sehr schön, wenn ihr das alles schafft. Mach das und das. Kannst du mal bitte eben hier den... Ey, hol ihn schon! Den Schwerlast-Transport auf Liga-Dingsbums aus der Halle, bitte. Ja, wenn du mit dem Zielplatz abholst? Ja! Dann schreib mir das ab. Meine Fresse, ich raste aus. Nee. Ja, jetzt will ich. Ja, ich muss auch ein bisschen lang drüber lachen. Ey! Ja, nicht über dich! Geh da weg! Zwei Leute, die schalten und immer noch. Der Tobias Schnabel steht im Weg. Ja, lass ihn doch im Weg stehen! Nein! Ich muss den scheiß Anhänger. Rang ihn doch einfach weg. Geht nicht. Ja, hast du schon versucht. Das stimmt. Hat auch geklappt. Also in dem Fahrzeug hier im Fahrzeug. Alter. Das ist nicht lustig, das ist einfach nur nervig. Ja, drück mal bitte F. Drück mal bitte F. Ich drücke jetzt kein F. Nee, du nicht. Tobias, drück mal F, ja, F. Okay, gut dann. Danke. Danke. Was? Nein, glaube ich. Bitte bist Labestecke. Alter, was laberst du? Was ist denn los mit dir? Wie ist die Anfangsstrecke? Langer Weg! Ja, ne? Ja. Und großer Anhänger, ne? Ja. Aber das passt große Kuchen und keine Eingruppen. Das ist schwer, sich aus der Stadt rauszukommen. Das soll ich hinkriegen. Ich hab irgendwie so eine Stimme im Ohr. Das bin ich. Oh, ups. Ach, hier ist der Generator, das steht doch schon. Ja, das steht doch schon. Ich glaube, du sollst mit dem Mobilkran hinfahren, ne? Ja, ich komme jetzt auch. Wenn das scheiß Auto mir nicht im Weg stehen würde. Ja. Oh, von mir aus gerade ein anderes Stück verlassen. Er will nicht mehr. Ja, oder ist auch gestürzt. Warten mal. 6 Stunden später. So. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie bei der Deutschen Bahn. Nein. Also, wie ihr gewinnt, also. Meine Damen und Herren, da kommt ein gelber Bulli, das steht mit allem Ding. Also, wir sind jetzt in der Funktion. Meine Damen und Herren, die haben gerade einen gelben Bulli gerannt. Halt die Fresse! So. Meine Damen und Herren, ich muss meine Fresse halten. Also, es ist ja jetzt der 22. Mai. Die Folge kommt ja am Mittwoch hoch. Es ist eine lange Folge, aber ist egal. Es ist die 25. Folge immer wieder. So, falls ihr mal einen netten Lehrgang gesehen habt, das war ja der, Das war ein scheiß Lehrgang, Alter. Das war mehr ESC als Lehrgang. Genau, da war es mit ESC. Und jetzt am Samstag war ja der ESC. Der, Eurovision Song Contest. Ja, für Deutschland ist ja nicht... Für Deutschland sehr demütigend, 32 Punkte und... Also 32 Jurypunkte und 0 Zuschauerpunkte. Irgendwo mag es nicht. Ja, ich sag mal so, Kannst du deinen Ausleger benutzen, um das Ding... Wir sind 24 Platz, wir sind Bethesda. Also... ich muss sagen,
Wir waren mal besser. Hä? Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall trotzdem, dass der Lehrgang euch gefallen hat und ich immer in Bezug auf den gefallen und ob ihr es schön findet, dass. Der ist noch nicht gerade. Dass unsere Niederlande. Halt! Niederlande gewonnen hat. Ich muss noch ein Stück nach hinten. Gut, weil wir müssen. Ja. Guck mal von oben. Ja. Nice. Warte. Jetzt kannst du losfahren. Alter. Fahr los. Ja. Und verlier die Ladung nicht. Ich fahre nicht. Das war kacke. Ich trinke mein schwarzes Johannisbeere. Dann kannst du nichts mehr trinken. Schiebst du mir meine eigene Faust so tief in den Arsch, dass ich mich von dem Hals kratzen kann, oder? Ich glaube, ich muss mir gerade aus dem Hafen in die Stadt kommen, ne? Transportiere einen Transformator in den markierten Bereich Hafenstadt. Hinfahren? Nicht? Und dann Vorarbeiter ansprechen. Ja. Soll ich mal gemein sein und jetzt einfach Auftrag abbrechen drücken? Dann Transformator über. Nein, ich weiß das nicht. Hast du dich jetzt hinterbrüchen oder wo bist du jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, okay. Ich mach jetzt einfach die Stadtrundtour. Ich fahr jetzt hier die Autobahn lang, die Kurven, fahr dann durch Wolfsheim durch, am Gartenhandel vorbei und wieder in Fuchsberg rein. So fahr ich jetzt. Oder soll ich am Sägewerk, Dorf vorbeifahren? Nee, fahr jetzt mal über den Staudamm. Ja, das hatte ich ja sowieso vor. Und dann kannst du entscheiden, ob du jetzt den Tunnel nimmst, am Kieswerk, am Sägewerk oder ob du die Autobahn nimmst. Ich fahr Staudamm und nimm dann den Zug. Also ich fahr jetzt mal mit dem Mobilkran, fahr ich jetzt mal zum Hafen, falls wir den da abladen müssen. Eigentlich bräuchten wir noch eine dritte Person, die mir mit dem Begleitfahrzeug hinterherfährt. Soll ich das jetzt sofort machen? Musst du nicht, aber kannst du. Da musst du warten. Weißt du was, ich fahre mit dem Mobilkran, fahr ich jetzt zum Hafen, ist ja nicht so langer Weg. Dann schnapp ich das Begleitfahrzeug und lass dann ganz schnell zu dir hin. Das heißt, lass dir Zeit, fahr ordentlich, mach dir ein paar Pausen. Scheiße. Nicht, dass du den Transformator verlierst. Habe ich schon. Hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Hast du nicht. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Geht nur noch ganz langsam voran hier. Weiß ich? Ich sag nur Folge 4. Ein Mann, ein Berg. Ja. Das ist meine Lieblingsfolge, meine absolute Lieblingsfolge, nach Folge 11. Ah. Ja. Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh. Okay, das klingt gerade so, als hätte ich ein Porno gedreht oder so. Ja, dass du irgendwo ganz tief reingeschnitten hast. Oder einen Center-Shock gefressen hab. Ja, das war bei mir. Weil ja, das warst du, ja. Du bist ja... Center-Shock, was ist das? So. Das ist ganz sauer. Lass uns heute über den ESC sprechen. Der Eurovision Song Contest. Ja, 26 Länder. Genau. Von 41. Ja, aber 26 Länder sind weitergekommen. Ich finde schon, andere Länder hätten. Das Intro war aber voll geil, ne? Mit Netta in dem Flugzeug. Ja, und mit Jet oder so. Mit der Stadt. So. Fangen wir an mit Platz 1. Weiter mal da. Mit Chameleon. Das ging. Ja, also, wir haben ein Zettel, da steht unsere Bewertung drauf und ich habe ein paar Bemerkungen gemacht. Also ich habe das Lied persönlich 2 Punkte gegeben, mal in Begründung. Kurz zum Refrain, das kleine nennt man glaube ich im Fachbereich Bridge, so würde ich es nennen. Vom Refrain. Die war richtig, die war gut. Nee, aber das ist Pre-Chorus, was du meinst.
Ja, auf Bridge jetzt... Bridge ist zwischen Refrain und Strophe und du meinst gerade zwischen Strophe und Refrain, das ist Pre-Chorus. Nee. Doch. Ja, auf jeden Fall. Das war geil, aber der Refrain und der Text war... Scheiße. Ja, der Beat war aber geil. Ja gut, das kann man, aber irgendwie... Ich hab dem auch der Beat zum Chameleon hat nicht gepasst, deswegen... Dann hatten wir, was hatten wir danach? Albanien. Albania hatten wir. Mit Jonita Malikwi. Ja, mit wie, was Theotokis heißt. Das heißt so viel wie komm nach Hause zurück. Genau. Also ich sag mal so, die Matches. Dem habe ich 3 Punkte gegeben mit der Begründung, dass das mir zu viel Operngesänge war. Ja, bei mir war so, die Matches war alles okay. Operngesang fand ich nicht, weil sie ein bisschen gesungen hat, aber ich fand's. Er hat heftig hochgesungen, Alter. Ja, aber ich mochte das Lied allgemein nicht. Ich irgendwie auch nicht. Und obwohl die Matches nur gut war, habe ich dann gesagt, okay, nur 1 Punkt. Ich hab dem 3 Punkte gegeben. Das ist Nummer 3! On a friend. Das fand ich gut, dem habe ich. Tschechien! Den habe ich 4 Punkte gegeben. Ich auch. Aber es war ein bisschen eintönig. Ey, guck mal, ich bin heftig kritisch bei Punkten vergeben. Ja, aber guck mal, man muss auch sagen, das Lied war ein bisschen eintönig. Ne? Deutschland müssen wir nicht sagen, da weiß ja sowieso jeder, dass es die besten waren mit 12 Punkten. Ja, gut. Ich sag mal so. Die Sisters mit 12 Punkten. Es ist ja, es ist nie. Es, das ist ja, der Songschreiber hat Olli Schürdorfs gemacht. So. Ich hab mir das, als ich das Lied angehört hab, hab ich mir gedacht, nee. Es war keine Show dabei, aber man hätte event, aber Sister hab ich ja immer noch im Kopf, die gesungen, Sisters, da, ja, da, 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 ey, das ist aber auch ein Song-Contest und ein Show-Contest. Ja, es war ja wirklich ein Song. Ich sag, kommen wir noch mal. So. Ich fand den aber trotzdem gut. 5 war Russland mit Scream. Ja, ich schreie, Mann! So. Wie viele Punkte hast du da gegeben? Russland hab ich, also dem Sergei Lazarev mit Scream habe ich 4 Punkte gegeben. Auch. Warum? Ja, ich fand das ein bisschen eintönig irgendwie und das ist nicht ganz so mein Geschmack gewesen, das Lied. Ja, kann ich verstehen. So, komm. Das war weiter nicht lange rum. Dänemark, Leonora, ja. Love is Forever. Ja, das war ein Kinderlied. Das war ein Kinderlied. Das ist so ein typisches Radiolied, wo du schnipsen kannst oder falten kannst. So wie Wap Wap. Ich hab immer gesagt, ich hab gesagt, 5 Punkte ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich hab 4 Punkte gegeben. Danach San Marino mit Serha. Nee, doch. Ja, Serha. Say na na na. Ey, guck mal, ich hab dem Lied 5 Punkte gegeben. Der hat zwar alles verhauen, der hat den, der, ja, wirklich, von der Melodie. Also der, ich weiß was ich gesagt habe, der hat alles verhauen von der Melodie. Das Einzige, was geil war, war dieses Say Na 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 und seine Bombenstimmung. Das war das Geilste. Ja, also wirklich, also das muss man sagen, der hat Stimmung gemacht. Der hatte eine geile Stimmung. Ich habe 7 Punkte gegeben, obwohl er alles verhauen, oder? Ich habe 5 Punkte gegeben. Ja, er hat alles verhauen, aber er hat, das war das erste Lied, wo so richtige Stimmung aufkam. Und, du hast jetzt, immer im Kopf. Also, du hast es im Kopf, ja, ne? 7 Punkte. Ja, was hatten wir danach? Mazedonien mit Tamara Todeska und Proud. Naja, 5 Punkte, ne? Was soll ich das sagen? 3 Punkte geben, ich mochte das nicht. Ja, ich hab's momentan auch nicht im Kopf, was haben wir da rum. Weiß ich auch gar nicht. Ich würde sagen, wir machen da mal eine Einladung. Schweden. Das war geil. Mit Full Nights Follow. War ein schönes Lied, muss ich sagen. Ja. Und ich war so nett und hab dir 12 Punkte gegeben. Ich hab's ihm keine 12 Punkte gegeben, ich hab den. 7 Punkte gegeben. Jetzt sind wir auf Nummer 10. Serbi. 2. Das war richtig langweilig. Es war langweilig. Aber Krankenschwesterpärchen, Alter. Ja, ich fand aber ein bisschen. Ich fand auch schon ein bisschen geil. Deswegen hab ich 6. So, Nummer 11, ganz weiter. Ein Land, was letztes Jahr Zweiter wurde, aber dieses Jahr. Er steht abgestimmt hat, nämlich Zypern. Tamta mit Replay. Ey, das fand ich scheiße. Ich sag nur Tamtam. Da war viel Tamtam drumherum, ne? Aber nicht irgendwie Lied. Ja, meine Begründung ist wirklich, ich hab 8 Punkte gegeben wegen Tamtam.
Ich komme jetzt mit dir. Das waren nicht viele Liter, die ich geschafft habe. Ich habe 6 Punkte. Stopp. Oh. Ich bin ja jetzt bei dir, ne? Ja, kannst du mich bitte weiterfahren lassen? Warte. Fantan habe ich 6 Punkte gegeben. Was haben wir denn? Niederlande. Unser Winner. Unser Gewinner. Ich fand das Lied aber nicht so gut. Ich auch nicht, ich habe den 4 Punkte gegeben. Aber... Lass mich weiterfahren. Warte. Ich hab aber trotzdem gesagt... Fein. Ich hab trotzdem gesagt, für einen Favorit ist das wirklich was anderes. Das stimmt. Das war... Darf ich umdrehen? Was hatten wir nach den Niederlanden? Griechenland, Better Love. Griechenland, Better Love. 5 Punkte. Und da konnte ich keine, vernünftige Bewerbung schreiben, deswegen habe ich Bewertung. KP. Und ja, ich hatte auch irgendwie keine Meinung zu dem Lied, deshalb habe ich ihm 4 Punkte gegeben. Straight ahead, 4 Punkte. Ich komme eben zu dir. Danach Israel, Kobi, Marini, Home. Was hast du denn gegeben? Israel. Ach, hältst du schon vorbei? Israel. 2 Punkte. Nichts Besonderes. Das Lied ist zwar schön, aber es war nichts Besonderes. Muss man dazu sagen, er hat seine Stimme gezeigt. Er hat eine geile Stimme. Er hat gezeigt, welche Stimme er hat. Deswegen hat er von mir verdiente Punkte bekommen. So, jetzt Norwegen. In der Partie hatten wir richtig viel Leben. Geil. Das war richtig geil. 12 Punkte. Mit 8 Punkten gegeben. Also, das Lied war richtig nur geil. Allein der Typ, wie er gesungen hat. Wir haben alles das gleich gesungen. Ja gut, also ich meine. Ja, und er kommt mit seiner heftig tiefen Stimme hinten rein. Das ist so geil. Oh, ne? Ja. Also, wirklich, liebe Lied. Ist so ähnlich wie letztes Jahr Dänemark. Ja. Letztes Jahr Dänemark war auch voll geil. Genau. Großbritannien! Nee. Spaß, das war ganz gut. 7 Punkte. Ich mochte das. Es hatte schon was. Muss man sagen. Es hatte was. Aber. Irgendwie nicht das Notwendige, ne? Ne. Ich war die ganze Zeit hinter dir her und du fährst. Schau mal den Rundleuchter an. Was war danach? Danach war Island! Rammstein für Arme, würde ich sagen! Ja, Hatrium und Sigra. 6 Punkte. Ich fand das cool. Ich hab 1 Punkt gegeben, weil ich fand das überhaupt gar nicht. Die Kostüme waren lustig. Was hatten wir danach? Estland. Victor Krone mit Storm. Das war gut. Das war voll gut. Geil. Da war in meinem Best-of drin. 7 Punkte. Ich habe 10 Punkte. Das ist gut, aber nicht. Wir weitergehen nach Belarus. Weißrussland. Das ist Stadt Nummer 19. Dem Lied habe ich 6 Punkte gegeben. Ist aber eine süße Sängerin auch, ne? Ich hab's. Ich hab gesagt, das ist schon, das Lied war so Richtung Radiosong. Ja, ne? Aber die Sängerin ist süß. Radiosong. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Wechsel dann. Stadt Nummer 20. Ah, Aserbaidschan. Das war geil. Modern? Das war schön modern, da... Ich hab hier 10 Punkte gegeben, aber ich fand's so Richtung 8 Punkte. Ich hätte eher das Lied für 5 Punkte gegeben. Ich hab denen auch 8 Punkte gegeben. 8 Punkte war bis jetzt mein Maximal. Ich hab 10, weil es neulich gab, aber deswegen hab ich eher
Aber es ist so wie ja, ach, ich pack's dann momentan richtig. So, dann Frankreich. Ein Transvestit, was eine Frau schon mal hat. Will ich jetzt wirklich sagen? Ja. Mit Roy. Das ging so, ich habe dem 5 Punkte gegeben, so mittelmäßig. Ich habe 2 gesagt, weil ich fand es wirklich nicht schlimm. Ich glaube, es war es nicht schlimm. Also an sich, das Lied, das ging wohl, aber irgendwie der Sänger... Nee, ohne mich. Dafür dieses... Hey, hey, oh, oder... So, Italien. Ein schwuler Sänger, der letztlich wirklich geoutet, dass er schwul ist. Wieso, so weit sind wir schon? In Italien. Ah, das Lied fand ich nicht gut. Ich auch nicht, deswegen hat es von mir auch nur 1 Punkt gegangen, obwohl es... Ich fand das aber besser als Malta, deshalb habe ich den 4 Punkte gegeben. Ich fand es schlechter als Deutschland. Ja, war es auch. Deutschland hat 12 Punkte gegeben. Serbien! Serbien, 23, das dritte letzte Platz. Nevena Brozovic, Kruna, 4 Punkte. Nein. Aber für mich war schon Richtung eher 2. Ja. 24, Schweiz, Luca Henny mit She Got Me. Wahrscheinlich sehr viele Zuschauer-Votings von Deutschland bekommen. Ja, hat es. Und, darf ich zum E-Werk fahren? Ja. Warum fährst du zum E-Werk? Hallo, du musst Gaming-Based sein. Du wurdest von mir... Von den Jungs im E-Werk schon angekündigt. Soll ihr den Trafo in Empfang nehmen? Den habe ich schon da drüben abgesetzt. Was passiert denn jetzt mit dem Ding? Der wird verschifft und dann vermutlich beim Hersteller repariert. Aber mal was anderes. Dein Gespann sieht eher nach Bau aus und nicht nach Spedition, habe ich recht? Ja, das stimmt. Unsere Firma ist hier direkt um die Ecke und auf Bautätigkeiten aller Art spezialisiert. Wieso fragt ihr? Habt ihr Bedarf? Nein. Unser Chef plant schon länger, weitere Lagerhallen hier im Hafen und in der näheren Umgebung zu errichten. Und ein Bauunternehmen aus der Nachbarschaft wäre natürlich ideal. Nicht zuletzt wegen einer kurzen Anfahrt. Ich gebe ihm mal euren Kontakt. Bin mir sicher, dass er demnächst bei euch meldet. Also bis dann. Vielen Dank. Hoffe, bis demnächst. Ja, 16.000. So. Kannst du mal den Spezialfunktionen wieder bitte abklappen? Abkommen. Ach, selber. Kannst du das schon mal baggern? Baggern kann ich nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Baggern. Australien! Ja, ne. Vorletzte. Warte, ich, also Schweiz, was ich dazu sagen wollte. Ja. Ich möchte mal gerne wissen, wie das Lied auf Zwitschern geht. Ja, möchte ich auch gerne wissen. Dann hätte ich auch wirklich. Das wäre richtig lustig gewesen. Wahrscheinlich hätte keiner was verstanden, aber wie gesagt. Man kann es sich nicht aussuchen. So, Australien. Jetzt. Australien. Mit Kate Miller-Heidke. Und das Lied heißt Zero Gravity. Ja, was soll man dazu sagen? Ich fand das Lied schön. Ja. Ich hab dem solide. Ja. 100 durch 10 Punkte gegeben. Also, richtig. Ich hab 5 gegeben, weil, war ein gutes Lied. Danke. Der hat sich schon mal gezeigt. Aber das Lied war nicht besser als. Ja, gut, aber ich habe gesagt, okay, weil ich nicht viel Mühe gemacht habe mit der Show. Obwohl es kein Show-Contest ist, habe ich da gesagt, 12 Punkte war schon. So. Spanien! Spanien! Unsere spanische Fiesta mit Miki Lavender Jekyll. Das war hammermäßig! Er hat wirklich mal. Er hat eine geile Show daraus gebracht. Er hat eine geile Show gemacht. Diese Ikea-Kästen mit. In Kombination mit spanischer Fiesta, das war geil. Er hat mir mal gezeigt, Spanien kann feiern. Spanien kann feiern. Die essen gerne Fajitas. Und ich auch. So. Auf jeden Fall, leider der Spanien so spät abgeschnitten hat. Ja, fand ich auch sehr schade. Ja, das waren unsere. Also auch scheiße, dass Deutschland so schlecht abgeschnitten hat. Ja, das sind unsere 26 Lieder. Guck mal, Deutschland hat 32 Punkte durch die Jury bekommen. Und 0 Punkte durch Zuschauervoting. Ey, ich hätte mir wirklich eine holländische Telefonnummer holen müssen. Und dann, 20 Mal frisch anrufen. Und dann Deutschland noch rufen. Dann hätten die wenigstens ein paar Punkte gehabt.
Wahrscheinlich nur ein, aber. Ich will mal interessieren, was ihr gewählt, was ihr gewählt habt, in welchen Ländern ihr am besten fandet. Schreibt's mal unten in die Kommentare rein. Kommis. So, und nun? Kommi-Corner, würde ich sagen. Ich bin schon wieder nachher Bagger. Ja! Die Aufnahme ist leider ein bisschen abgebrochen, oder das ganze Spiel, muss man sagen. Und da war ich auch Auftrag verloren. Das ist so. Nämlich, wir machen einen neuen Auftrag, Sonderauftrag, muss ich schon sagen. Es ist nämlich so, rumgelaufen und hast so einen Ballplatz gesehen. Dann habe ich nochmal nachgedacht, wir haben einen Sonderauftrag, das ist ein Ballplatz. Soll schnell erledigt sein und nein, nur besorgt zwei Tore vom Stahlwerk und setzt ihr in der richtigen Position der Baustelle. Stadtrat Schmitz ansprechen, Vorarbeiter ansprechen. Geht ganz schnell. Und der Imbase? Mhm. Ja, was ist? Machen wir jetzt. Okay. So, Stadtrat Schmitz. Wohin geht's? Stadtrat Schmidt. Hallo Gamerbest, gerade kam ein Anruf rein. Ihr startet in der Nähe vom Bahnhof einen neuen Bolzplatz für die Jugendlichen bauen lassen. Jetzt fehlen nur noch die Tore. Okay, ich ahne es. Das ist dann wohl mein Job. So ist es. Der Besitzer des Stahlwerks stiftet die Tore. Sie stehen auf dem Hof bereit. Du müsstest sie nur noch abholen und auf dem Bollplatz abliefern. Am besten nimmst du den Pritschenwagen mit Ladekran. Geht klar, ich mache mich auf den Weg. Pritschenwagen mit Kran? Ja. Nimm beide. Pritschenwagen mit Ladekran haben wir doch gar nicht. Pritschenwagen mit Kran haben wir wohl. Ja, hab ich doch. Hab ich doch was? Nein, ich bin schon. So, Pritschenwagen mit Kran. Raus. So. Hier steht aber noch Nummer 2 bei der Bolzplatz. Und Nummer 2 ist der Schnelleinsatzplan. Versuchen wir es da mal. So, ich setz mich mal hier rein. Du bist wieder drauf, ne? Gamebase? Ja, wahrscheinlich. Dann, war ein Sonderauftrag. Der dauert auch nochmal 3 Stunden. Umkaufsanlage, 1 Stunde. 1 Stunde 30, 2 Stunden 40, 5 Stunden, was? Ja, ich würde sagen, so Aufträge gehen wir mal weg, machen wir Folge 40 oder so. Kann ich in der Zwischenzeit einen Container-Transport machen? Ja. Gut. Nein, einer muss ja Geld verdienen. Ja. Hier ist noch was, das du besprechen wolltest. Nö. Nee. Also, am nächsten Sonntag, weil jetzt diesen Sonntag, Wein. Das heißt, wir wählen nicht. Ja, natürlich. Ab 18 ist die Europawahl.
Und da geht's nicht um Songs. Es geht nur um die Freiheit. Aber ich erklär's lieber nicht. Das kann am besten der Gameways erklären. Also, das ist so. Europawahlen gehen prinzipiell einfach darum, wer in den Europarat kommt. Nee. Doch. Oh. Und in diesem Europarat werden halt so Sachen bestimmt wie DSGVO zum Beispiel. Die kam ja jetzt auch durch den. Durch die Europawahl. Rein. Und jetzt ist noch eine Europawahl und die wollen wählen, so dass irgendwie die das schaffen, dass. Irgendwie, keine Ahnung, die CDU rausfliegt, damit das Internet wieder toll wird. Also ich sag mal so, es gibt, Internet könnt ihr euch gerne anschauen. Aber, noch was Wichtiges. Nämlich, wir hatten ja am Anfang der Folge für 5 Minuten. Dann wir den Gast. Vor 10 Minuten. Ungefähr. Ja. Leider, dass er sich ohne Abmelden gegangen ist, war auch ein schlimmer Gast. Der hat nicht viel gesagt, ne? Nick, aber ich will jetzt keine Kritik machen. Wenn ihr aber trotzdem Bock habt, mal bei uns mitzuspielen, könnt ihr das gerne machen. Bitte seid denn auch lange dran. Ich meine, wenn ich früher weg muss, sagt man das bitte. Wie man geht, wie man mitspielen kann, das kann uns auch gerne erklären. In der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Formular, was du ausfüllst, und dann kriegst du eine E-Mail und dann kannst du mitspielen. Genau, und wenn ihr ganz schnell seid, kann es sein, dass ihr am nächsten Samstag oder Sonntag, jetzt schon, also Europawahl, da schon dabei seid. Wenn ihr euch nicht meldet und so ist der Plan. Dann haben wir das Wichtigste auch schon erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir genug, ne? Ich hab genug, ja. Nicht. Genau. Und jetzt? Zum Kieswerk. Gesundheit. Danke. Oder wie ich immer sage, na. Na. Oder Hachi. Na, Hachi. Na, Hachi. Hachi. Na, Hachi. Hast du dich ein bisschen erkältet? Ja. Nee, Pollen sind das. Point. Na, point. Nein. Doch. Na, doch. Ach, Space. Nervig? Nein. Komm, Auto, gib das Auto. Nein. Doch. Ach.
Wie läuft's denn gerade bei dir? Gut. Schön. Wo ist eigentlich der Ballplatz? Muss ich gucken gleich. Musst du jucken? Muss ich jucken. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei unserer Firma? Was? Da steht immer noch der falsche Name. Der Tobias hat unsere Firma gemobst. Ah, nee, da steht eigentlich der Schnabel, da steht Scholl und noch was drauf. Mach mal ein Minus. Du machst Minus, warum machst du dann Minus? Momentan 22.760 Minus. Wenn unsere Annahmen nur 23.000 sind. Weil wir Pacht, Fahrzeug, Instandhaltung und Versicherung. Nein, nur Fahrzeugversicherung, Fahrzeuginstandhaltung und Pacht kostet 45.760. Okay, muss ein Sonderauftrag. 10.000 macht dann. Habe ich nur 12.000. Ich schau mal, wie weit du bist. Oh, er hat aufgeladen. Bravo. Und jetzt zur Baustelle. Möchtest du fahren? Geil machen. Okay. Bring sie rein! Hab ich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum kurzen Part. Achtung, festhalten! Hast du noch ein Wort zum Sonntag? Nein. Zum Mittwoch? Ein Wort des Monats? Der Woche? Nee, irgendwie nicht so ganz, ne? Hashtag der Woche? Hashtag wählt AfD nicht. Hashtag wählt die AfD nicht. Hashtag grün. Hashtag grün ärgern blau wählen. Ja, das war. Grün werden blau ärgern. Ja. So muss das heißen. Wir wollen aber euch nicht beeinflussen. Wir müssen mal ganz klar sagen. Da heißt es wieder, die Zweiter vom Bausimulator, die manipulieren uns. Wir müssen das und das wählen. Nein! Wählt auf jeden Fall die CDU. Ich will euch nur manipulieren. Wählt auf jeden Fall die CDU. Ja, guck mal, jetzt habe ich dich so manipuliert, dass es nicht tun. Ich bin gut, ne? Wählt einfach das richtige Teil für euch. Genau, wählt so, dass das Internet frei bleibt. Sagen wir? Ja, sagt. Scheißegal. Obwohl, wenn man sagt, das schon so gut zerstört. Willst du? Ablassen oder so? Kannst du machen. Ich mach. Ja. Der arme Mann. Reife Frau und auch Kind, das bist du. Du, nur du. Kannst du bitte den Gelato lösen? Ja. Das ist Hallo? Ja. Bleib deine Wärme hier.
ich spür die Kraft in dir. Das ist Surface Dead. Und weißt du, verlangst nie mehr, als du gibst, so bist du, du, nur du. Du sagst immer, was du denkst, und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so. Das war sehr und gehst du, bleib deine Wärme hier. Und wenn also ich meine Gaming Base von dir und der andere träumt mit dir. Ich bin ein bisschen müde. Einmal ausfahren. Ich habe zum letzten Mal in der Folge den Kran aus. War. Ja, nee. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleib deine Wärme hier. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Und wenn ich sterb, dann stirbt nur ein Teil von mir. Ich mach jetzt. Bleib deine Liebe hier. Ich bin gerade hier vorbeigefahren und habe gesehen, wie sie die Tore abgeladen haben. Ich nehme an, sie gehören zu einer Baufirma. Ja, meine Firma heißt Filmteam GmbH. Wir haben unseren Sitz in der Nähe vom Hafen. Ach, sehr gut. Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Unternehmen, das Erfahrung im Bau von Sportanlagen hat. Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Familie in ein Haus auf dem Hügel gezogen. Eigentlich ganz schön da, aber meine Frau hatte gerne einen Tennisplatz, damit sie ihr Hobby nachgehen kann. Können Sie denn auch sowas? Selbstverständlich, da sehe ich kein Problem. Das wollte ich hören, dann würde ich mich demnächst mal bei ihm melden, um Details zu sprechen. Gerne, das würde mich freuen. Schönen Tag noch. Ja, das sieht fast so aus. Auf dem weiten neuen. Bin auch zurückgekommen. Ja. Mach die Baustelle frei. Game Base. Warum jetzt ich? Weil du noch auf der Baustelle bist. Da steht ja eindeutig, mach die Wurschel, schreib, mach mit klar. Mann! Alles müssen wir machen, ne? Ja! Meine Fresse, ey. Super, ja, wir haben Wurschelplatz. Ich würde sagen, gehen wir jetzt mit. Ich spiele noch mal. Auf dem Wurschelplatz, auf dem Fußball. Und wir sehen in der nächsten Woche, der heißt zwei Verrückten vom Bau. Und bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Ich muss deine